Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und wir sind heute im Grünen bei uns im Schwarzwald und ich habe auch ein grünes Auto für euch dabei. Um die Farbe geht es hier aber eigentlich gar nicht, sondern einerseits um die Alltagstauglichkeit und andererseits eben um die Fähigkeit, dass ihr mit dem auch einfach mal spontan am Wochenende campen gehen könnt. Und zwar geht es heute um den Caddy California in der Maxi-Version. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal hier. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Ist eine gute Sache. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, wir werden uns den Innenraum ansehen, das Bett, was wir jetzt hier drin haben, die Miniküche, das große Panoramadach und werden natürlich auch den Caddy California gemeinsam fahren. Falls ihr darauf Bock habt, dann bleibt jetzt gerne dran und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Wir haben hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was macht GoLeasy? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis, ist sozusagen Check24 für Leasingangebote. Und jetzt sprechen wir hier über die Optik von unserem Caddy California und ich habe euch ja schon ganz viele Caddy-Varianten vorgestellt, einmal 7-Sitzer in der Basisversion Caddy. Ich habe euch die Lounge-Version Move vorgestellt und hier haben wir jetzt eben die California-Version und das ist die Version, die ihr einerseits natürlich im Alltag nutzen könnt, andererseits aber eben auch ja, als Camping-Version. Ihr habt da hinten ein Bett und ihr habt eine optionale Mini-Küche. Und jetzt fangen wir aber erstmal mit der Optik an. 11 Lackvarianten gibt es zur Auswahl. Hier haben wir jetzt das Apfelgrün drauf. Das ist nicht mein persönlicher Geschmack, aber Farben sind ja immer Geschmackssache. Weiß, also das Candy-Weiß, ist ohne Aufpreis. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Farbe findet. Würde mich wirklich interessieren, weil es ist eine sehr extrovertierte Farbe. Und jetzt zum Gesicht des Caddys. Einerseits haben wir jetzt hier sehr typisch dieses Wadenmuster. Das haben jetzt alle Caddy-Varianten, finden wir beispielsweise auch beim GTI wieder. Ich mag das Design, bei Multivan haben wir das auch teilweise. Ich finde es ganz schick, aber es ist mal wieder was anderes. Sieht ein bisschen futuristisch aus und polarisiert deshalb auch ein bisschen natürlich. Hier vorne dann ganz stolz das VW-Logo, eine Verbindung in so einem schwarzen Klavierlack von beiden Leuchten. Und serienmäßig habt ihr jetzt hier Halogenleuchten. Optional bekommt ihr LED-Leuchten, die kosten dann 1200 Euro Aufpreis. Machen dann aber einfach ein besseres Licht. Sonst haben wir hier vielleicht einfach zur Einordnung ein Hochdachkombi und Wettbewerber wären beispielsweise der Citroën Berlingo oder auch der Renault Kangoo. Da gibt es einige. Aber meines Wissens gibt es gar nicht so viele, die von Herstellerseite direkt mit einem Bett ausgestattet werden und mit einer Miniküche. Das heißt, ja, der Caddy California ist hier relativ allein auf dem Markt, was schon mal sehr gutes Alleinstellungsmerkmal für dieses Auto. Und jetzt zu den Maßen. Die kurze Version, also die Nicht-Maxi-Version, ist 4,50 Meter lang. Der ist jetzt 35 cm länger, nämlich 4,85 Meter, hat damit auch 20 cm mehr Radstand als die kurze Caddy California Version. 1,86 Meter breit und 1,83 Meter hoch, also quadratisch praktisch gut dieses Auto. Und für mich an der Seite ja ein Auto, das vielleicht nicht das Schönste ist. Unser Nachbar hat auch gesagt, als er es gesehen hat, so was ist denn das jetzt für ein Eimer? Aber dieses Auto ist praktisch, weil ihr eben hier die ganze Fläche so gut wie möglich nutzt. Er geht weit nach oben, er geht relativ breit nach hinten und ihr habt hier wirklich eben ein quadratisches Auto eigentlich und nutzt damit auch jeden Raum, den ihr braucht, vor allem fürs Camping, aber viele brauchen das eben auch für den Alltag. Wir haben hier einen riesigen Kofferraum, ich zeige den euch gleich. 16 bis 18 Zoll Felgen gibt es. Hier haben wir jetzt die 17 Zoll Variante, eine schöne Felge mit zwei Farben hier eben designt ist. In der Mitte auch nochmal das VW-Logo. Wie gesagt, beginnt ab 16 Zoll, wenn ihr das möchtet. Sehr große Spiegelkappen, da kann man dann auch sehr gut nach hinten sehen. Schwarz sind sie jetzt in diesem Fall, was mir ganz gut gefällt. Und wir haben jetzt hier Schiebetüren. Auf beiden Seiten eine Schiebetür, was natürlich sehr praktisch ist, vor allem wenn man Kiddies hat, die da hinten ja reinsetzen möchte. In den Innenraum gehen wir dann gleich. Und eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, ist dieser California-Schriftzug hier. Ich stehe nicht so auf kursive Schrift, aber es ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Hier steht es auf jeden Fall sehr stolz drauf, California. Und hier können wir dann eben tanken. Hier haben wir einen Diesel mit AdBlue Tank und SCR-Cut. Zu den genauen Motordaten erzähle ich euch dann gleich was. Und wir haben hier hinten, hier oben dann auch noch eine Dachreling in einem Schwarz. Heißt, ihr habt jetzt hier auch 100 Kilo Dachlast, was ziemlich gut ist, weil ihr könnt jetzt hier auch noch ein Dachzelt draufspannen, wenn ihr campen seid.
Jetzt schauen wir uns das Heck an und es ist sehr aufrecht stehend. Ich mag es, dass hier hinten das ganze Glas eben sehr dunkel ist, abgedunkelt, aber auch sehr groß ist. VW-Logo ist jetzt auch in das Glas hier integriert. Die Rückleuchten sind hier LED, auch sehr aufrecht stehend, sehr schmal. Ich finde die Rückansicht hier sehr, sehr ansprechend. Caddy jetzt hier in der Mitte, California steht auch noch mal hinten drauf. Und wir haben jetzt hier die 4Motion-Variante, also die Allrad-Variante. Die gibt es nur mit dem größten Diesel. Zu den Motorvarianten erzähle ich euch aber gleich mehr. Anhängelast übrigens 1500 Kilo. Und jetzt machen wir hier mal auf. Der wiegt jetzt 1866 Kilo mit Fahrer. Maximal soll er dann 2300 Kilo ungefähr wiegen. Also ihr habt noch ein bisschen Zuladung. Und hier hinten seht ihr jetzt, hier passiert einiges. Fangen wir vielleicht mal bei der Miniküche an. Die befindet sich hier, kostet 1400 Euro Aufpreis. Das heißt, die ist nicht mehr automatisch dabei. Wenn ihr die da aber drin habt, könnt ihr euch auch dann automatisch direkt beim Konfigurieren eine Wohnmobilzulassung anklicken für 0 Euro, was gut ist, weil das ein bisschen günstiger ist eben als eine Kfz-Zulassung. Könnt ihr euch aber dementsprechend aussuchen. Und hier haben wir jetzt zwei Schubladen. Einerseits die hier, die ist sehr groß, kann man hier so schön rausfahren, haben hier dann auch nochmal die Möglichkeit, eben unser Besteck nochmal einzusortieren. Und wir können das hier auch noch so rausschieben, wenn wir das denn möchten, haben hier unten dann auch nochmal Platz. Heißt, eine Pfanne kann ich mir hier gut vorstellen mitzunehmen, auch einen Topf, aber dann war es das auch schon. Vielleicht noch ein, zwei Tellerchen passen hier rein und eben auch noch eine Schüssel fürs Frühstücksmüsli. Aber sonst passt hier gar nicht so viel rein und hier oben haben wir dann eben die Miniküche. Funktioniert auch ganz einfach, die hier rauszuschieben. Ich mache die mal ganz raus. Sobald ihr dieses Klicken hört, ist es auch eingerastet. Wenn ihr es wieder reinmachen wollt, müsst ihr hier an diesen zwei Haken, zeigt ihr euch mal, ich habe nämlich länger gebraucht, bis ich es gefunden habe, könnt es dann wieder zurückschieben. Wenn ich die jetzt nicht betätige, seht ihr, schiebt es sich jetzt auch nicht mehr rein. Und erstmal können wir hier jetzt unser kleines Kochfeld eben aufklappen. Wir haben hier so eine kleine Aluminiumfläche, die dann so ein bisschen als Spritzschutz fungiert. Und hier haben wir eben den Anlasser dann und ja, eine kleine Fläche eben, um was zu kochen. Heißt, ein Topf passt hier drauf oder eine Pfanne. Es ist geeignet für One-Pot-Meals, wie man so neudeutsch gerne sagt. Was ich ganz gut finde, ist, dass man hier alles relativ schnell sauber machen kann. Heißt, wir haben jetzt hier eine Wanne, können jetzt hier auch wieder alles ablegen. Wir haben jetzt hier aber kein fließend Wasser. Das ist jetzt natürlich ein Nachteil im Vergleich zum T7 oder so beispielsweise. Da können wir jetzt beispielsweise auch eben Wasser noch mit anschließen, haben auch eine Außendusche. Das habt ihr in dem Fall jetzt nicht. Ich kann das hier dann auch, nachdem ich es gereinigt habe, wieder ganz einfach zuklappen. Was man wissen muss, sollte sich hier dann auch noch mal was drüber hängen, wenn man hier am Kochen ist, weil sonst hat man irgendwie am Bett und im Kofferraum dann alles, vor allem wenn man sehr fettig brät wie wir, was man aber ja relativ einfach machen kann. So geht es jetzt wieder zu. Ich finde, es ist hier auch sehr kompakt und sehr robust eingebaut. Klackert da nicht und so. Und was haben wir jetzt hier hinten noch? Vielleicht sprechen wir erstmal über das Bett. Das haben wir jetzt hier hinten drauf liegend. Das ist immer mit dabei. Das ist jetzt 1,7 Meter breit und ungefähr 2 Meter lang, also 1,98 Meter. Ich klappe es gleich für euch auf. Hier haben wir dann noch die Abdunklungsrollos. Die zeige ich euch auch mal vielleicht schnell. Das sind dann für die verschiedenen Fenster eben die Möglichkeiten, hier alles dunkel zu machen. Die funktionieren dann mit so kleinen Magneten. Die muss ich euch jetzt aber nicht im Einzelnen zeigen. Da mache ich euch vielleicht ein Schnittbild drüber, wie ich es bei dem einen oder anderen Fenster drüber mache. Und hier haben wir jetzt sehr interessant eine kleine Box. Und in dieser Box verstecken sich einerseits so Lüftungsschlitze für die Fenster. Da mache ich euch gleich auch noch ein Schnittbild drüber. Und andererseits aber sehr clever verpackt Campingstühle. Und ich packe die jetzt mal aus. Sind ja wichtig zu zeigen. Und ich mag die von VW. Die gibt es ja jetzt auch genauso auch im, in dem Bus, den ihr euch da konfigurieren könnt, also im Kalli. Da sind sie dann aber in der Tür. Ich setze mich jetzt hier mal drauf. Die sind super bequem. Ich mag die total gerne, sind auch robust. Wir haben sie in dem einen oder anderen Campingurlaub auch schon benutzt. Und da hinten passen jetzt eben zwei von diesen Stühlen rein. Ich hole die euch mal beide raus. Da Nummer zwei. Ja, die Lüftungsstütze sind ja auch runtergefallen. Sehr gut, Jessie. Aber ist ja hier ein kleiner Campingtest. Ich möchte euch alles zeigen. Und wir haben hier auch einen Tisch. Sehr wichtig. Der Tisch ist in dem Bus ja in der Tür integriert. Hier finde ich es besser gelöst, weil ich eben nicht das Problem habe, dass ich den Tisch dann eben ja da so nervig rein oder rausfahren muss. Guckt mal, funktioniert auch ganz einfach. Einmal so, einmal so. Jetzt nochmal die anderen vier Tischbeine. Zack. Und hier. Und schon ist der Tisch aufgebaut. Wenn ihr das wieder aufmachen wollt, müsst ihr hier einfach auf diesen Knopf drücken. Ich stelle das jetzt hier mal auf. So, und schon ist man hier bereit,
ja, zu frühstücken oder Abend zu essen, kann ich mir auch direkt kochen. Und interessant ist jetzt noch, falls es mal regnet, habt ihr hier hinten immer noch die Möglichkeit, eben unter diesem Dach hier zu sitzen und ja, eben geschützt vor Regen zu sein. Was wir jetzt noch machen, ist vielleicht uns generell noch den Kofferraum anzugucken. Wir können jetzt hier wieder zumachen. Ich mache das hier mal vielleicht auf die Seite, dass Jan auch ein bisschen besser durchkommt, dass er es besser sieht. So, hier gibt es nämlich noch mehr zu entdecken. Ihr habt jetzt hier natürlich nicht mehr so viel Platz, das Ganze hier eben zu nutzen als Kofferraum. Wenn ihr die kürzere Variante nehmt, geht das Bett dann auch direkt hier an den Anschlag. Das heißt, hier wäre dann eben der Kofferraum vorbei. So habt ihr jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Platz. Daran muss man sich gewöhnen, beziehungsweise das muss man eben verstehen, dass man hier ein bisschen weniger Platz hat. Man kann aber auch die Rückbank ausbauen, das zeige ich euch gleich, oder hier diese Seitentaschen nutzen. Und dafür gehe ich jetzt mal hier nach hinten rein und zeige die euch mal. Die kann man hier so aufmachen, kann dort verschiedenste Dinge drin verstauen. Genau, da oben. Unten haben wir auch nochmal die Möglichkeit, die aufzumachen. Und man kann die auch komplett rausmachen. Das mache ich jetzt mal mit euch. Das funktioniert hier ganz einfach mit so einem Umdrehen. Und dann sind die hier eben draußen. Unten dann eben auch das Gleiche nochmal, hier an der Seite. So, und jetzt seht ihr, ist mir schon ganz schön warm hier im Schwarzwald, habt ihr auch die Möglichkeit, die hier rauszunehmen. Und ihr habt hier auch nochmal so eine Tragemöglichkeit mit dabei. Das heißt, ihr könntet hier jetzt beispielsweise eure Sachen fürs Bad auf dem Campingplatz einpacken oder auch eure Sachen für den Strand. Könntet es dann hier einhaken, hier an den seitlichen Ösen und dann eben mit dieser Tasche an den Strand laufen oder eben zu den Sanitäranlagen und könntet dann eben alles ganz einfach gepackt mitnehmen und dann hier auch wieder ganz einfach wieder rein verstauen. Heißt, ihr habt eben diese zwei Taschen dabei, wie so ein Motorradfahrer so ein bisschen. Auf beiden Seiten könnt ihr auch wieder relativ einfach reinklappen. Ich schiebe die jetzt mal hier nach hinten rein und was wir als nächstes machen ist, vielleicht mal über den Motor sprechen und dann gehen wir hinten in den Innenraum. Und jetzt machen wir erstmal hier hinten zu. Keine elektrische Heckklappe in dem Fall. Finde ich aber nicht schlimm. Nachteil ist daran aber, dass die Kinder eben relativ schnell wach werden, wenn man das Ding zuknallt, falls sie da hinten auf der Rückbank schlafen sollten. Und jetzt machen wir hier vorne noch auf und sprechen über die Motorvarianten, die ihr euch auswählen könnt. Hier haben wir jetzt den Diesel mit 122 PS, aber vielleicht fangen wir erstmal beim Anfang an. Es gibt den Diesel jetzt mit 75 PS, mit 102 PS und 122 PS. Ihr bekommt ihn auch als Benziner mit 144 PS, mit einer 6-Gang-Handschaltung oder mit einem 7-Gang DSG. Hier haben wir jetzt die höchste Motorisierung mit 122 PS und 320 Newtonmeter. Den bekommt ihr mit einer 6-Gang-Handschaltung als Frontantrieb, mit einem 7-Gang DSG als Frontantrieb oder mit einer 6-Gang-Handschaltung als Allrad, so wie wir ihn jetzt hier haben. 320 Newtonmeter, verbraucht 5,1 Liter nach WLTP, was echt gut ist. Vor allem ist es ein Diesel, heißt, dieses Auto ist sehr gut für den Alltag, aber eben auch, wenn ihr in den Urlaub fahrt. Fahrmax 185 km/h und wie gesagt eben Allrad-Variante. Wie er sich fährt, erzähle ich euch dann auch gleich. Was wir jetzt aber machen, ist gemeinsam noch hier zumachen und uns mal die Rückbank anschauen, denn ja, die ist das Interessanteste hier an allem und machen wir jetzt hier erstmal auf. Unser Campingparadies und ihr seht, hier ist jetzt erstmal die Rückbank. Ich gehe jetzt mal hier kurz rein und schaue die mit euch mal gemeinsam an. Rutsche jetzt mal durch. Ich habe die Sitze jetzt ehrlicherweise sehr weit nach vorne geschoben. Eigentlich würden sie wahrscheinlich so bis hierhin gehen. Wenn sie jetzt auf Jans oder meine Größe eingestellt wären, wäre es ungefähr hier. Heißt, ich habe hier auf jeden Fall sehr viel Platz nach vorne hin und nach oben hin auch. Und ihr seht jetzt auch schon hier dieses riesige Glaspanoramadach, das ja 1,4 Quadratmeter Fläche hat. Das ist wirklich riesig. Total schön, vor allem wenn man jetzt hier schläft. Ich zeige euch gleich, wie man das Bett ausklappt. Wir haben jetzt hier auch noch Tische, die wir so ausklappen können, wenn wir das möchten. Könnt ihr aber auch wieder einklappen. Muss man hier unten immer so ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Hier kann man draufdrücken, ihr seht's, und auch wieder runterdrücken. Kann dann hier eben essen. Die Sitze vorne kann man leider nicht umdrehen. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Sonst sind die Sitze hier sehr bequem, weich gepolstert. Aber jetzt geht es ja darum, wie können wir den hier komplett umbauen. Und interessant ist jetzt, dass wir hier die Rückbank komplett ausbauen können. Und ich mache jetzt hier hinten auch mal auf und zeige euch jetzt mal was. Ihr bleibt da, ihr könnt jetzt hier mit diesen Schlaufen, mit diesen schwarzen Schlaufen, einerseits hier umklappen. Und hier habt ihr jetzt noch eine rote Schlaufe. Zack, jetzt geht's.
hier den Sitz auch komplett hochheben und ihr könnt ihn auch ausbauen. Und schaut mal, hier habt ihr dann nochmal so eine Öse dafür und hier habt ihr auch noch ein helfendes, so eine helfende Öse für die Hand. Und ich mache das jetzt mal kurz. Und schon ist er jetzt ausgehoben. Ich hebe den jetzt mal ganz leicht hoch. Ihr seht, es würde funktionieren. Ich bin jetzt nicht die Stärkste, aber ihr könnt auf jeden Fall die Rückbank komplett ausbauen und hier auch wieder komplett einbauen. Muss man aber ein bisschen Kraft haben und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr das immer eurem Mann machen lasst. Für die Frauen da draußen und ihr Männer, nehmt das auf jeden Fall eurer Frau ab. So ist es jetzt wieder eingehakt und ich mache das jetzt auch nochmal auf der anderen Seite für euch. Heißt, ich komme jetzt mal kurz hier durch. Und zeige euch das jetzt hier auch noch schnell vorne. Und schaut mal, wie einfach das geht. Ich ziehe jetzt hier nur dran. Das klappt um und hier dran zieht man eben auch nochmal. Und so hebt sich das Ganze auch nochmal hoch. Wie gesagt, 20 cm Radstand jetzt bei der Maxi-Version. Das sieht man jetzt hier vor allem auch auf der Rückbank. Man hat wirklich sehr viel Platz. Auch im Vergleich zum Vorgänger ist hier mehr Platz. Was mir sehr gut gefällt, man braucht jetzt nicht die Rückbank, um das Bett aufzustellen. Das heißt, ihr könntet auch ohne Rückbank reisen, wenn ihr nur zu zweit seid und hättet hier hinten halt super viel Platz, die ihr halt im Kofferraum nicht habt. Wenn man die Rückbank jetzt ausbaut, habt ihr 3100 Liter Platz. Das ist eine richtige Menge. Dieser Caddy ist ein Raumwunder, wie ich euch schon gesagt habe. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist vielleicht hier die Rückbank wieder runter und mal das Bett gemeinsam aufbauen. Und dafür gehe ich jetzt hier mal rein. Ich hoffe, ihr seht noch alles. Muss mal Jan fragen, muss ich die Tür hier zumachen? Siehst du dann besser? Nee? Okay. Also erstmal haben wir hier so eine kleine Sicherung. Relativ einfach, aber funktioniert gut. Und ihr seht jetzt schon, ihr habt jetzt hier so ein Tellerrost. Heißt, sehr bequemes Bett, aber wir legen uns gleich gemeinsam hin. Und was man jetzt machen muss, um hier das ganze Bett aufzubauen, ist eigentlich nur dieses Ding hier hochheben. Einmal so aufstellen. Und dann habt ihr hier so zwei Füße. Ich gehe mal bei euch auf die Seite und zeige den auch mal bei euch. Genau, da ist der Fuß und die klappt ihr jetzt aus und jetzt wird es spannend. Ihr seht ja hier diese Mulden und da könnt ihr jetzt ganz einfach die Füße eben reinklacken. Genau, da sind sie. Ihr hebt das Bett jetzt hier so an und ihr seht schon, man muss natürlich vorne auch noch die Sitze umklappen. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Darum sind die Sitze auch so weit vorne. Man muss sich da eben ein bisschen Platz schaffen. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. So, und jetzt machen wir es gemeinsam. Heißt, ich klappe hier einmal hoch und gucke, dass die Füße da genau reingehen. Hier hinten ist er jetzt schon drin. Auf der anderen Seite muss man ihn auch noch reinheben. Ist ein bisschen eine Fummelarbeit, aber so ist es jetzt drin. Und ihr seht, das Bett ist aufgebaut. Da gibt es auch nochmal einen Topper, den man drüber schmeißen kann. Und dann hat man eben dieses Bett, ohne dass man die Rückbank braucht. Und das finde ich wirklich sehr gut, weil das euch halt super viel Flexibilität im Alltag gibt. Und jetzt muss ich natürlich hier auch rein, oder ich darf hier auch rein, ziehe dafür mal die Schuhe aus und zeige euch mal, wie viel Platz ich jetzt hier drin habe. Heißt, ich lege mich jetzt hier drauf. Ja, und ihr seht, sieht eigentlich schon gut aus. Zu zweit wird es wirklich kuschelig. 1,7 Meter Breite ist ambitioniert. Ich finde aber, wenn man sich lieb hat, beziehungsweise eben, wenn man, ja, Jan macht hinten mal die Tür auf, sehr gut, wenn man ja, jetzt nicht der Größte ist, und in meinem Fall ist es jetzt wirklich so, dass es angenehm ist, oder mit einer Freundin oder so könnte ich hier jetzt auch sehr gut campen, reicht dieser Platz absolut aus. Sehr cool. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin schläft man mit dem Kopf? In die Richtung, wo Jan gerade aufgemacht hat, ist natürlich super cool, weil man wacht auf und kann jetzt hier noch so ein bisschen rausgucken, kann hier auch offen lassen und beispielsweise auch beim Kochen zugucken, wenn man hier liegt, wenn man das möchte. Wenn man sich aber andersherum hinlegt, hat man dieses mega geile Panoramadach und kann Sterne gucken. Schaut euch das mal an, wenn ihr jetzt wieder hier vorkommt oder wenn ihr es von da seht. Mega cool, heißt, ihr könnt hier komplett unter Sternenhimmel pennen, was mir total gut gefällt und ja, das ist wirklich ein großer Vorteil. Dieses Panoramadach kostet übrigens 990 Euro Aufpreis, wenn ihr das haben wollt. Kleiner Kritikpunkt sind so ein bisschen die Leuchten hier drin. Viele funktionieren dann wirklich nur mit der Zündung. Hier haben wir jetzt beispielsweise eine Leuchte. Hier ist auch nochmal eine Leuchte. Das heißt, ihr habt ein bisschen Licht. Hier auch nochmal alles sehr
modern gelöst, eben über so Touch, was ich cool finde. Da ist auch nochmal eine Leuchte und hier vorne ist auch nochmal eine Leuchte. Heißt, da gibt es jetzt auch in der Nacht nicht so viele Probleme. Ich mache die mal jetzt aus. Ihr habt jetzt hier hinten auch noch einen kleinen Cupholder. Schaut mal, hier ist der relativ gut versteckt. Ich habe hier aber normalerweise eben auch die Tasche, die ich jetzt ausgebaut habe, drin und habe hier dann auch noch meine 12-Volt-Steckdose und habe hier auch nochmal so einen kleinen Knopf eben für das Licht, wenn ich das an- oder ausmachen möchte. Ja, so viel hier zum Innenraum. Quadratisch praktisch gut, wie ich euch schon gesagt habe. Was wir jetzt machen, ist hier das Bett wieder zusammenklappen und dann gehen wir nach vorne und ich zeige euch noch da vorne alles. Kommt mit. So, ich habe das jetzt hier zusammengebaut und das muss man jetzt hier ins Fenster schieben. Ich zeige euch das mal. Einmal so rein, dass das hier überall auch reinrastet. Ihr seht's. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man jetzt das Fenster aufmacht, seht ihr, guckt mal, fährt es wieder runter. Das heißt, man muss das so ein bisschen ja, gerade halten, dass es hält. Das ist eine kleine Fummelarbeit, aber jetzt ist es drin. Schon mal sehr gut. Und als allernächstes zeige ich euch jetzt hier auch noch diese Verdunklungsmöglichkeiten. Und die haben hier so kleine Magnete. Und die kann man jetzt hier so dran machen. Schaut mal, wie einfach das funktioniert. Zack, zack, zack. Und schon habt ihr jetzt hier eben eine Verdunklung. Und von außen sieht man nichts mehr. Und bekommt trotzdem noch Luft. Also das finde ich schon ganz gut. Apropos Reifen, und zwar macht Nexen Tire gerade ein ziemlich cooles Gewinnspiel, von dem ich euch jetzt erzählen möchte. Und ihr könnt 175 Preise im Wert von bis zu 20.000 Euro gewinnen. Unter anderem unterschriebene Trikots vom Eintracht Frankfurt, VIP-Tickets oder auch Nexen Points, die ihr dann im Onlineshop einlösen könnt. Aber erstmal vielleicht generell zu den Reifen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit denen gesammelt, habt ihr jetzt schon auf vielen Testautos gehabt. Und wenn ihr welche kauft, bekommt ihr immer ein Jahr lang Garantie. Müsst euch aber online registrieren dafür, das ist ganz wichtig. Und die haben auch ganz viele Aktionsprodukte gerade, wie beispielsweise von Infera, in Blue oder auch Wingard, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt erkläre ich euch, wie es Gewinnspiel geht. Und zwar müsst ihr im Zeitraum vom 15.03. bis 31.07. Reifen kaufen, die Rechnung aufbewahren, euch dann an dem Link, den ich euch da unten reinmache, registrieren und dann einfach nur noch die Daumen drücken. Und ich drücke euch jetzt auch die Daumen und schreibt mir gerne die Kommentare, wenn ihr gewonnen habt. Ja, weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum vorne und ich möchte euch jetzt hauptsächlich das Infotainment-System zeigen, die Sitze und generell die Materialverarbeitung hier, denn wir verbringen hier die meiste Zeit während der Fahrt oder eigentlich die ganze Zeit während der Fahrt hier drin. Und ist auch wichtig, wenn man hiermit jetzt auch in den Urlaub fährt, eine längere Strecke, ist es gut, das Ganze zu sehen. Und fangen wir jetzt mal mit den Sitzen an. Die sind jetzt hier sehr weich gepolstert, aufrecht stehend. Man hat nicht zu guten Seitenhalt, die Seitenbacken sind relativ klein gehalten. Ich finde es okay und tatsächlich finde ich die Sitze vor allem als Fahrer sehr bequem. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, als ob ich in so einem Wohnzimmerstuhl bei meiner Omi sitzen würde und habe hier irgendwie perfektes Längenverhältnis von meinem Bein, von meinem Oberkörper hier sitzend. Also es ist das Golfphänomen, es fühlt sich einfach sehr, sehr angenehm an. Ihr seht auch schon, ich habe hier überall kleine Tiere im Gesicht. Ja, wir sind hier in der Natur, aber da gehört dieses Auto ja auch hin. Schaut mit mir mal noch in die Tür und da haben wir relativ viel Hartplastik. Ja, das kann man kritisieren. Andererseits ist es aber auch sehr praktisch, weil wenn da mal was daneben geht oder wenn was zerkratzt, ist es nur halb so wild. Ihr habt hier alle Materialien in sehr dunklen Farben, hauptsächlich in Grau gehalten. An der Armauflage habt ihr auch noch mal so ein bisschen Stoff. Und ich finde es auch ganz schön, wie eben dieses Hartplastik bemustert ist. Unten haben wir relativ viele Rauten. Oben neben dem Türöffner, der übrigens auch schwarz ist, ziemlich krass, auch sehr viele Rauten. Hier vorne dann ein sehr waagrechtes Cockpit, auch hier wieder sehr viel Hartplastik, das muss man hier drin mögen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch stören würde. Ich finde es, wie gesagt, sehr passend. Mir ist in einem Caddy mal ein Stück Schokolade geschmolzen, hier vorne. Und tatsächlich war das super gut, weil ich habe es sofort sauber bekommen. Und bei so Leder oder so wäre das ja ein Todesurteil für mich gewesen. Zumindest hätte Jan mich auf jeden Fall ziemlich... Naja, egal. So, Mitteltunnel ist auch interessant, relativ schmal gehalten, hier auch wieder sehr viel Hartplastik. Hier vorne haben wir dann auch nochmal eine Ablagemöglichkeit, induktive Ladefläche. Ich habe hier mal mein Handy exemplarisch reingeschoben. Es lädt dann auch direkt, wenn es da drin liegt. Das funktioniert also. Und wir haben jetzt hier auch noch zwei USB-C-Anschlüsse und hier starten wir dann unseren Caddy.
6-Gang-Handschaltung. Ich habe euch ja schon gesagt, es gibt auch einen 7-Gang-DSG. 6-Gang-Handschaltung müsst ihr aber wählen, wenn ihr die Allrad-Version haben möchtet. Gibt aber auch als Frontantrieb mit der 6-Gang-Handschaltung. Hier dann nochmal 2 Cup-Holder oder wer es möchte, auch noch einen Aschenbecher. Keine Ahnung, warum VW das dazu konfiguriert hat. Hier ein Münzfach auch nochmal. Da ist mir die Schokolade übrigens kaputt gegangen, geschmolzen. Aber ich konnte es sehr schnell sauber machen. Und hier haben wir eben auch nochmal ein größeres Fach, in dem wir auch nochmal was lagern können. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und ich zeige euch hier drin noch alles. Und vielleicht ganz interessant zu wissen, so sieht der Schlüssel hier aus. Das ist er. Und ja, ihr habt auch eine Standheizung hier. Heißt, ihr könnt das Auto auch wärmen, ohne den Motor laufen zu lassen, was natürlich vor allem beim Camping praktisch ist. Lenkrad ist jetzt sehr angenehm in der Hand mit so einem Kunstleder bezogen. Ich glaube, es ist Kunstleder. Ja, es ist Kunstleder. In der Mitte auf dem Pralltopf dann das VW-Logo. Hier drüben dann alles für die Assistenzsysteme und für die Lautstärkeregelung. Und hier habt ihr alles, um da vorne dieses digitale Cockpit zu steuern. Bevor wir das aber machen, möchte ich euch hier noch die Lichteinstellungen zeigen. Die sind auch sehr interessant. Die funktionieren nämlich hier so leicht per Touch. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn man sich erstmal so eingegroovt hat, funktioniert das ganz gut. Man hat hier auch nochmal die Möglichkeit, eben die Scheibe vorne dann auch nochmal ein bisschen frei zu machen über diese 3 Knöpfe hier unten. Wenn einen das stört, kann man hier aber auch ganz einfach eben über den Klimaknopf, da unten ist er, das Ganze dann nochmal aus- oder anmachen. Funktioniert sehr einfach, wenn man sich da einmal reingegroovt hat. Lenkrad liegt gut in der Hand und jetzt da vorne zu dem Cockpit. Wir haben jetzt hier diese 2 Knöpfe, die ich betätigen kann, um da drüben mir verschiedene Dinge anzeigen zu lassen. Keine Anzeige, Fahrzeit, Fahrstrecke, Geschwindigkeit, durchschnittliche Navigation, Audio, Telefon, Geschwindigkeit, Uhrzeit, Beschleunigung, Kompass und Zielinfos. Kann das Ganze aber auch hier drüben machen, wenn ich das möchte und mir das Cockpit eben so konfigurieren, wie ich möchte. Wenn ich hier zweimal auf OK drücke, habe ich hier in der Mitte auch noch verschiedene Anzeichen, die ich mir anzeigen lassen möchte. Oder ich mache auf jeden Fall hier immer die Geschwindigkeit rein, weil ich die auf jeden Fall gerne mag. Hier habt ihr nochmal super viel Platz, um Dinge abzulegen. Könnt hier auch nochmal euer Handy reinlegen, wenn ihr es wollt. 12 Volt Steckdose gibt es da auch nochmal. Bis hin zu hier vorne, auch der Beifahrer hat hier dann auch nochmal Platz, was abzulegen. Das heißt, sehr praktisches Auto, weil einerseits relativ viel Hartplastik, andererseits aber auch abwaschbar. Auch die Sitze sind sehr angenehm aus dem Stoff und ihr habt auch super viele Ablageflächen. Jetzt sprechen wir noch über das Infotainment-System und das hier ist die Startseite. Könnt ihr euch auch konfigurieren, wie ihr möchtet. Hier habt ihr einmal jetzt die Navi, Fahrzeug, Media und Telefon. Wenn ihr hier rüber swipet, habt ihr nochmal eine andere Anzeige über die verschiedenen Verbrauchsdaten. Keine Angst, 10,5 Liter stimmen auf jeden Fall nicht. Hier habt ihr dann auch nochmal die anderen. Und wenn ihr jetzt hier nochmal draufklickt, habt ihr die App-Anzeige und die gefällt mir am allerbesten. Ich möchte euch ein paar Sachen zeigen, die mir besonders wichtig sind. Einerseits die Navigation, die funktioniert gut, kann auch per Sprachsteuerung bedient werden. Da seht ihr dann auch unsere Adresse, wo wir herkommen. Sehr gut, gut gemacht, Jessie. Habt hier dann aber auch noch verschiedene andere Apps. Und die wichtigste App, die ich euch zeigen möchte, ist hier die Assistenzen. Und das ist das Gute an diesem Caddy, denn im Vergleich zum Vorgänger habt ihr hier viel mehr Assistenzsysteme und hier habt ihr eigentlich alles, was der VW-Konzern eben so anbietet. Heißt, ihr habt einen Lane Assist, eine automatische Distanzregelung, Side Assist, also einen Spurwechselassistent, Verkehrszeichenerkennung, das heißt, die warnt euch, wenn ihr zu schnell oder zu langsam fahrt und ihr erkennt eben auch die Verkehrszeichen. Müdigkeitserkennung, Eco-Assistenz, die mag ich sehr gern, wenn man beispielsweise auf den Kreisverkehr zufährt, sagt der Eco-Assistent eben, nimm mal den Fuß vom Gas, du kannst jetzt hier ausrollen und ein Notbremsassistent. Also alles für teilautonomes Fahren Level 2 und auch alles, um entspannt in den Urlaub fahren zu können, wie ich finde. Eine Sache, die ich euch noch zeigen möchte, ist die Standheizung. Und zwar könnt ihr die hier einstellen, könnt sie auch timen, wenn ihr das möchtet. Könnt ihr auch die Temperatur einstellen und habt hier dann auch nochmal eben die Dauer für die Standheizung, die ihr einstellen könnt. Das ist sehr gut und auch sehr, sehr wichtig fürs Camping. Jetzt möchte ich euch noch eine Sache zeigen und zwar ist es diese Leiste hier unten und hier kann man dann eben die Temperatur einstellen, hier aber eben auch die Lautstärke. Da kommt man manchmal dran, wenn man das während der Fahrt bedient. Kleiner Kritikpunkt, aber jetzt würde ich sagen, machen wir das. Wir fahren jetzt gemeinsam los und ich erzähle euch, wie der Caddy California sich so fährt. Kommt mit! Weiter geht's jetzt wie versprochen mit der Fahrt und erstmal zeige ich euch noch den Schlüssel hier ganz in Ruhe. So sieht er aus und ja, er sieht tatsächlich auch so aus wie beispielsweise bei Seat oder auch bei Skoda, hat nur ein anderes Logo hier vorne drauf. So ist es halt im VW-Konzern. Kleiner Kritikpunkt, irgendwie kann man hier nicht wirklich den Schlüssel ablegen. Ich mache das jetzt mal in diesem Münzfach. Vielleicht ist es Münzfach, aber auch ein Schlüsselfach. Ich weiß es nicht. Hier vorne haben wir dann einen Start-Stopp-Knopf. Wenn ich die Kupplung drücke, geht der Motor dann an. Und jetzt gehen wir mal in den ersten Gang und fahren jetzt hier mal bei uns hoch in die Reben
Weil wir haben jetzt hier die Allrad-Variante und dann ist natürlich jetzt auch mal interessant zu sehen, was der hier so alles kann, auch wenn wir jetzt ein bisschen über Geröll oder etwas ja unebene Straßen fahren. Und interessant erstmal im Vergleich zum Vorgänger-Caddy hat sich einiges am Fahrwerk getan. Wir haben jetzt hier eine viel bessere Dämpfung. Wir haben jetzt hier ein angenehmeres Fahrverhalten und beim Caddy davor war es nämlich immer so, dass es ein sehr ja, knackiges Fahren war. Man hat eigentlich jedes Schlagloch gespürt. Und wenn ich jetzt hier so über diesen Sand fahre, ist es jetzt schon total angenehm. Der hat auch gar kein Problem, jetzt hier hochzukommen. Wir sind jetzt im zweiten Gang und ihr seht jetzt, die Steigung ist hier relativ stark, aber der ächzt nicht, der hat kein Problem beim Hochkommen, der dreht auch nicht durch, ist ja klar. Und das ist schon mal ziemlich krass und vor allem, wenn wir jetzt gleich wenden, werdet ihr auch sehen, dass wenn man rückwärts fährt, hat er gar kein Problem, auch wenn es jetzt mal so ein bisschen den Berg hochgeht, was ich mega gut finde. Und jetzt machen wir das auch gemeinsam. Jan macht jetzt hier mal das Fenster auf, wahrscheinlich ist es viel zu warm. Ich wende jetzt hier mal und jetzt ist interessant zu wissen, was passiert, wenn ich jetzt einen Berg hochwende. Ja, er schafft's. Ist kein Problem, müssen nur aufpassen, dass wir da die Bank nicht mitnehmen. So sieht übrigens auch die Rückfahrkamera aus. Und der Wendekreis ist jetzt 12,1 Meter. Das ist in Ordnung, damit komme ich in der Stadt auch ganz gut durch. Die Ausmaße sind jetzt ungefähr wie bei so einem Passat. Wenden jetzt hier auch nochmal und fahren jetzt hier ein bisschen runter. Und ich würde sagen, den leichten Offroad-Test hat der Caddy jetzt ganz gut bestanden. Ja, genau, schaut mal hier raus. Wir haben hier auf jeden Fall eine sehr schöne Location. Und jetzt vielleicht zu den Leistungsdaten. Den Allrad bekommt ihr leider nur mit der 6-Gang-Handschaltung, leider nicht mit dem 7-Gang-DSG. Ich bin ja eher so ein Automatikkind. Aber ich muss euch sagen, diese Gangschaltung ist super angenehm. Man kann hier entspannt schalten. Es findet auch immer die Gänge. Und ich hatte damit keine Probleme. 122 PS haben wir jetzt hier. 320 Newtonmeter maximales Drehmoment, das sind auch ganz gute Leistungsdaten. Schaut mal, wie hoch hier das in der Mitte ist. Also wir haben hier jetzt auch genug Bodenfreiheit, um hier durchzukommen. Und V-Max 185 km/h. Wenn ihr jetzt den Frontantrieb mit 122 PS nehmt, habt ihr dann 187 km/h V-Max. Also es ist alles im Rahmen und mehr brauche ich nicht, wie ich finde. Jetzt fahren wir mal hier auf eine normale Straße. Und guck mal, wie er sich jetzt hier, ihr merkt schon, er ruckelt ein bisschen, aber es ist trotzdem noch angenehm. Guck mal, wie er sich jetzt hier auf Asphalt fährt. Und erstmal zu den Ausmaßen. Ich finde es total angenehm, denn es ist quasi wie so ein Passat. Ich habe nach hinten eine gute Umsicht, ich habe nach an den Seiten eine gute Umsicht. Ich habe hier eigentlich alles aus Glas. Ich sitze natürlich auch hoch, was das Ganze sehr angenehm macht, nicht wie in einem Passat unten. Dieses Auto ist zwar 4,85 Meter lang, aber ich habe eigentlich keine Probleme, hier irgendwie rumzukommen. Was ich schon ziemlich gut finde, 12,1 Meter Wendekreis, habe ich euch ja auch schon gesagt. Verbrauch ist jetzt die nächste Geschichte, die jetzt besonders wichtig ist bei diesem Auto. Und angegeben ist jetzt mit 5,1 Liter. Der Frontantrieb hätte 5 Liter auf 100 Kilometer kombiniert nach WLTP. Wir haben jetzt so ungefähr 6 Liter gebraucht. Durch die Reben hier ist es echt vollkommen in Ordnung und eben dadurch, weil es ein Diesel ist, ein sehr gutes Auto, um längere Strecken zu fahren, in den Urlaub, aber auch einfach im Alltag zu pendeln, weil ihr euch einfach auch sehr viel Geld spart. Ihr habt aber auch noch die Möglichkeit, eben die Benzinvarianten zu nehmen. Wenn ihr das denn möchtet, da gibt es die dann eben auch mit 7-Gang DSG oder 6-Gang Handschaltung und jeweils 114 PS. Hier ist aber eben die stärkste Variante. Aber jetzt würde ich sagen, quatsch ich nicht mehr so lange. Wir fahren zurück und ich zaubere euch ein Fazit und erzähle euch noch, was der hier so kostet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und sieht das nicht chillig aus? Grün in grün. Ich stehe auf den Caddy. Ich mag dieses Auto. Ich finde, es ist einfach sehr gut für den Alltag. Ich finde, es fährt sich sehr gut. Und hier haben wir jetzt auch eben noch die Möglichkeit, ja, ein Bett mit dabei zu haben. Wir haben hier einfach einen kleinen Camping-Muli. Aber auch Alltagshelden, aber klein ist wirklich das Stichwort. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, mit diesem Auto längere Zeit, also über eine Woche oder über zwei Wochen in den Urlaub zu gehen, wäre es mir vermutlich zu eng. Daher wäre auch immer die Maxi-Variante meine Wahl. Ich finde, hier hat man sehr viel Platz auf der Rückbank. Ich finde es gut, dass man in dieser Version auch die Rückbank komplett ausbauen kann. Das Bett eben nicht zwingend mit der Rückbank kombinieren muss. Das heißt, ich habe hier einfach viel mehr Flexibilität. Ich kann dieses Auto aber auch als Fünfsitzer benutzen. Wenn ich meine Familie habe, kann ich meine Kinder ganz gediegen mit den zwei Schiebetüren in den Kindergarten fahren. Ich kann ganz gediegen auch mal mit meinen Freunden irgendwie am See etwas mehr trinken und in diesem Auto pennen. Und ich stehe auf dieses Auto, es ist aber ja, kein Ersatz für einen wirklichen Wohnwagen, für ein wirkliches Wohnmobil. Es ist aber auf jeden Fall ein Alltagsheld.
Und ja, Innenraum, da lässt sich natürlich drüber streiten. Das MIB3, das ist sehr modern, das ist mit sehr vielen digitalen Flächen. Da muss man erstmal mit klarkommen. Aber ich finde, wie schon gesagt, dieses Auto fährt sich sehr angenehm. Ich mag es einfach, wie komfortabel das ist. Und ich stehe auf den Caddy, aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile und vor allem auch nach diesem Review. Jetzt setze ich mich hier wieder hin und dann sprechen wir über den Preis. Und normalerweise sage ich am Schluss immer so Sachen wie, ja, jetzt kommen wir zum Preis. Und das ist meistens immer so ein bisschen was Negatives, weil Geld bezahlen tut ja auch weh. Aber ich finde, in diesem Fall ist es echt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Caddy California beginnt nämlich bei 30.300 Euro. Die Maxi-Variante kostet zwar 6.000 Euro mehr, heißt 36.300 Euro, aber ich finde, ihr bekommt hier echt verdammt viel für das Geld. Falls euch das trotzdem zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Camping bis hin zu Supersportwagen oder auch eben so Alltagshelden wie heute. Abonniert den Kanal, würde mich tierisch freuen. Jan oder ich zaubern euch hier jeden Tag ein Review und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!